den eigenen Weg gehen, spüren, was wichtig ist, sich aufgehoben fühlen zwischen Himmel und Erde. Jörg Schader ist den Jakobsweg gegangen. Nach dem Studium der Erziehungswissenschaften ist Jörg Schader in der Kinder- und Jugendbetreuung tätig. Auf dem Weg, sein Selbst zu komplettieren, geht er seinen ganz eigenen besonderen Weg, seinen Jakobsweg. Mit uns hat er ein kurzes Wegstück gedanklich geteilt. Jörg, ein altes spanisches Sprichwort sagt, suchst du Jesus, gehst du nach Jerusalem, suchst du den Papst, gehst du nach Rom, gehst du nach Santiago de Compostela, suchst du dich selbst. Ja. Du bist schon einige Male den Jakobsweg gegangen. Jörg, warum? Warum tut man das? Das ist natürlich eine ganz große und eine ganz schwere Frage. Gell? Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen. Gell? Ich bin das erste Mal, da war ich 21 im Jakobsweg gegangen, gell? Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss machen. Gell? Mhm. Ja. Also es war schon Vorfreude auch dabei, aber eigentlich habe ich ein bisschen Angst da gehabt. Gell? Es war diese Ungewissheit da. Gell? Und ich habe auch keinen Kopf zum Reden. Gell? Ich habe niemanden kennt, der schon den Jakobsweg gegangen ist. Gell? Aber ich habe so das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt einfach ganz wichtig, dass ich das mache. Ja? Wenn ich ihn getroffen habe, der hat gesagt, ich würde gerne in den Jakobsweg gehen. Wenn ich eine Zeitung aufgeschlagen habe, war ein Artikel über den Jakobsweg drinnen. Es hat sich auf einmal alles um den Jakobsweg gedreht. Da habe ich gewusst, okay, irgendwas will ich haben, dass ich den Weg gehe. Ja. Mhm. Und das war dann für mich wirklich ganz eine große, ja, ganz eine große Bereicherung in meinem Leben. Und ganz ein großer Schritt in Richtung Selbstfindung. Ja. Selbstfindung, ja. Sowas geht man ja nicht nur mit den Füßen jetzt, natürlich noch nein. Mhm. Aber im Grunde, du hast es ja ein bisschen für deine Seele. Inwiefern hast du dich gefunden? Sag mal, ich habe einfach durch den Weg gelernt. Ja. Man steht am Anfang in diesem kleinen französischen Pyrenäendörfchen. Mhm. Ja. Man weiß, man geht über die Pyrenäen, man geht dann hunderte Kilometer durch die spanische Pampa, mehr oder weniger. Ja. Mhm. Und wenn man das dann geschafft hat, ja, dann gibt einem das wahnsinnig viel Auftrieb. Ja. Und so im Punkt der Selbstwert, ich traue mir das zu, hey, ich mache das einfach, ich schaffe das. Mhm. Ja. Dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt den Weg geschafft, dann schaffe ich andere Dinge auch in meinem Leben. Ja. Mhm. Und das hat mir einfach schon sehr viel Rückenwind gegeben. Ja. Am Anfang war es, glaube ich, ein bisschen nervig für meine Freund, weil zwei, drei Jahre nach meinem ersten Jakobsweg, in jeder Situation habe ich von Jakobsweg zum Rennen angefangen, gell? Weil das halt einfach ganz ein großes Ding für mich war. Und ja. Jetzt trifft man da, stelle ich mir vor, Menschen. Verschiedenste Menschen. Man trifft gläubige Menschen, man trifft Menschen, die gehen hin, weil es cool ist. Mhm. Was hast du da für Begegnungen gehabt? Ganz viele. Und einige bleiben halt ganz stark in Erinnerung. Gell? Das Spannende am Jakobsweg ist, manche Menschen gehen einfach so den Weg, dass sie sagen, okay, ich will das jetzt einfach genießen, ich will wandern, ich will einen Spaß haben, ich will am Abend jetzt ein Glas Rotwein trinken oder Flaschen Rotwein. Und dann gibt es andere Menschen, die sind wirklich auf der Suche. Ja? Mhm. Zum Beispiel habe ich Menschen getroffen, die gesagt haben, so, ich gehe jetzt den Jakobsweg, wenn ich heimkomme, lasse ich mich scheiden. Okay. Ich habe Menschen getroffen und gesagt, ich weiß, ich will an Krebs sterben und jetzt gehe ich in Jakobsweg, ja, um einfach für mich einfach neue Kraft zu finden. Mhm. Ja. Ich habe Menschen getroffen, die ganz geliebte, ganz nahe Menschen zu Grabe getragen haben. Ja. Und ja, also die dann wirklich ganz, ganz traurig waren und auch viel geweint haben am Weg. Gell. Mhm. Also, Jörg, bist du gläubig? Ich bin schon gläubig, ja. Also ich bin schon vor einigen Jahren aus dem Verein Kirche austreten, ja. Aber ich habe schon diesen Glauben in mir, für mich, dass ich einfach geführt werde. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist stark. Ich habe jetzt zwar keinen Namen dafür, gell? Und ich glaube immer, wenn man versucht, irgendein Konzept zu finden oder einen Namen zu finden, dann passt es eh schon wieder nicht. Inwieweit hat dich das Gehen, das ist ja zu hochtrabend, die sagst trotzdem spirituell verändert?
Also spirituell hat es mich so verändert. Oder bitte lass mich es anders formulieren, haben wir spirituelle Erlebnisse? Jein. Also manche nicht, manche schon. Ja. Ja, ja. Ich habe dann schon Tage gehabt, vor allem in dieser Meseta, in dieser wüstenartigen Gegend, wo ich das Gefühl gehabt habe, also es gibt diesen Spruch, wenn du in die Wüste gehst, findest du Gott in jedem Sandkorn. Ja? Mhm. Und dort in dieser Wüste habe ich wirklich dieses Gefühl gehabt, dass ich total beschützt und begleitet bin und geführt. Und das war wunderschön. Ja? Und wenn ich, ja, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin in einer Krise, ich weiß nicht weiter, ja, dann schaffe ich es eigentlich relativ oft mit dieses Gefühl, das ich damals gehabt habe. Ja? Das ist ein ganz intensives Beschütztsein, dass ich mir das einfach wieder herhole. Mhm. Und das ist wirklich schön. Ja. Also es hat mich schon verändert und ich habe einfach mehr Vertrauen gekriegt ins Leben sozusagen. Ja. Jetzt gibt es aber auch noch die andere Seite vom Jakobsweg dann. Diesen Weg zu gehen ist in. Man ist cool, man ist hip, huhu, ich bin in den Jakobsweg gegangen und habe eine tolle Urkunde hängen. Wenn du das jetzt von deiner Seite her siehst und dann die Leute erlebst, wie empfindet man das? Also ich glaube, vielleicht ist der Jakobsweg gar nicht mehr so in, wie er vor 3 oder 4 Jahren war. Okay. Also ich glaube, diese Euphorie, die flacht schon ein bisschen ab. Gell? Und ja, ich habe das Gefühl, es kennen einfach auch schon viele Leute und man ist das schon ein bisschen gewöhnt. Gell? Aber ja, also ich denke mal, ein Drittel der Leute, die den Jakobsweg gehen, gell? Die sind wirklich so auf der Suche oder die sind auf irgendeinem Scheideweg oder irgendeinem Scheidepunkt. Mhm. Ja? Also da geht's ums Eingemachte, da geht es ums Existenzielle. Gell? Und dann gibt es natürlich auch genauso die Leute, die gehen in den Jakobsweg wie bei uns, wenn du nach Mariazell spazierst. Mhm. Ja? Mhm. Und das sind gar nicht so wenige, halt relativ viele Spanier. Ne? Das ist so eine volksfromme Tradition in Spanien. Ja? Ja. Die Geschichte ist aber diese Vermassung oder diese viele Leute, die gehen, es ist in jetzt, ne? Und ich will diese Urkunde haben, ja? Die trifft man auf die letzten 100, vielleicht auf die letzten 200 Kilometer. Ja? Mhm. Wenn man weiter vorn geht, ja, ist das Ganze eigentlich schon sehr ausgewogen. Mhm. Ja? Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, zu welchen Jahreszeiten das man geht. Gell? Jetzt hast du vermutlich, schätze ich mal, Blausen auf die Füße. Du gehst wahnsinnig lang und du schläfst auf irgendeinem harten Nachtlager. Zusammengefasst, was hat es für dich für einen Sinn und Zweck gehabt? Also viele Menschen sprechen davon, dass sie ganz groß und ganz stark dieses Gefühl einer inneren Freiheit haben. Mhm, ja? Okay. Also dieses Freigehen. Und das merke ich ganz stark, dass das ganz stark gekommen ist im Zuge meiner Wege. Ja? Mhm. Und dass ich dieses Gefühl aber jetzt in meiner Alltäglichkeit sehr gut abrufen kann. Ja? Okay. Also so ein innerliches Freigehen. Ja? Wenn man jetzt aber seinen MP3-Player mit hat, dann hat man noch eine Kamera mit. Dann hat man noch sein Smartphone mit, wo man dann jeden Tag nachher bei Facebook reinschaut, wird es schwer. Ja? Mhm. Ich habe es immer versucht, total radikal zu machen. Ja? Ohne Fotoapparat, ohne Handy, ohne alles. Ja? Ich habe dann oft, wenn ich mit dem Flieger runtergeflogen bin, habe ich noch so einen 10-Euro-Wecker mitgehabt. Den habe ich dann nachher irgendwann geschenkt und dann bin ich komplett ohne technische Hilfsmittel einfach unterwegs gewesen. Gell? Und da kommt man dann wirklich schon so ein bisschen in einen Gegenalltag rein, in eine andere Alltäglichkeit. Kleines Stückchen noch bergwärts, Jörg. Ja, okay. Das schaffen wir gerade noch, oder? Jörg, im Leben und ich vermute auch am Jakobsweg hat man Stolpersteine und Wegbegleiter. Mhm. Was waren für dich so die gröbsten Stolpersteine? Puh. Also 2006 bin ich in Camino del Norte gegangen. Ja, ja. Das ist der Nordweg, da geht man ganz im Norden von Spanien die Küste entlang, also Santander, Bilbao und so weiter. Mhm, ja. Oder San Sebastian, Bilbao, Santander. Und da habe ich ein Problem gekriegt mit meinen Sehnen. Ja. Und ich habe noch fast überhaupt kein Spanisch kennen. Mhm. Das heißt, ich habe fast überhaupt kein Spanisch kennen. Ja. Ich habe kein Handy mitgehabt, ich habe kein Buch mitgehabt. Ja.
Und ich bin irgendwo in einem Provinznest mit 500 Einwohnern gesessen, ja, wo es nichts gegeben hat. Ja. Und da bin ich ja wochenfest gesessen. Ja. Und der Jakobsweg-Autorin, die hat so etwas Ähnliches erlebt und die hat in ihrem Buch das beschrieben als doppelte Heimatlosigkeit. Okay. Du bist schon auf dem Jakobsweg, ja? Das heißt auf Pilgerfahrt, das heißt, es ist ein gewisses Maß an Existenzialismus, also an Unberechenbarkeit einfach da. Ja? Und es ist schon anstrengend, du gehst jeden Tag, du musst dich jeden Tag neu orientieren, du schläfst jeden Tag woanders. Gell? Du musst jeden Tag schauen, wo kriegst du Essen her. Das war damals noch ein bisschen schwieriger. Ja? Ja, und ja, dann bist du noch zusätzlich, kommen jeden Tag Pilger vorbei und die ziehen weiter und du bist aber dort nachher festgesessen. Ja, gell? Ja. Also das war emotional, ja, eine ganz schwere Woche. Andererseits ist halt genau dies die Zeit, wo man dann auf sich selbst halt einfach zurückgeworfen wird. Ja. 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 Und wenn du jetzt die andere Seite, was waren schöne Wegbegleiter? Oh, wahnsinnig viel, wahnsinnig viel. Ja. Also man trifft manchmal Menschen, mit denen versteht man sich sehr gut. Ja. Ja. Und dann ist man mit denen ab und zu wochenlang unterwegs. Ja. Also man geht dann untertags allein und man trifft sie dann am Abend oft. Gell. Oder man geht halt nachher wirklich Minute für Minute miteinander. Gell. Das kann jeder selber entscheiden. Ich habe bei meinem ersten Jakobsweg, habe ich vorher so, also ich nenne das Pilgerfamilie, ja? Ja? Aus Pilgerkollegen, die waren eher so aus Italien, Deutschland und Österreich, ja? Und das hat sich dann irgendwie so aufgelöst, ja? Und dann bin ich in so eine neue Pilgerfamilie reingerutscht, das waren alles noch Spanier, ja? Und die waren einfach total nett und die haben sich halt immer gekümmert um mich. Ja? Ja. Das waren ein bisschen ältere Männer. Ja? Und ich habe immer lang geschlafen und bin ich halt dann nachher immer, wenn die anderen schon in der Herberge waren, halt bei angenehmen 42 Grad in der Sonne, bin ich halt dann noch 40 Kilometer gegangen nachher. Ja? Und immer, wenn ich dann hinkommen bin in die Herberge, haben sie sich immer voll gefreut, dass ich da bin und dann ist immer schon ein kaltes Bier für mich da gestanden. Ja. Und ja, der eine war professioneller Musiker und es waren viele Gitarrenspieler dabei. Und da haben wir im Endeffekt zwei Wochen lang, wir sind gegangen und am Abend, wir haben immer musiziert. Eine Gitarre hast du immer irgendwo auftrieben. Ja. Manche Pilger haben sich das wirklich angetan, die haben die Gitarre mitgetragen. Ja. Ja, die waren sehr motiviert. Und das war zum Beispiel wunderschön. Und da ist dann auch so ein bisschen in mir diese Leidenschaft für die, ja, für die spanische Kultur oder diese spanische Lebensweise, ja, also das Temperament und dieses Feuer einfach entfacht. Gell? Also das ist jetzt ein Schwank, aber es gab halt viele mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Jörg, was assoziierst du mit dem Begriff Aufbrechen, wenn du mir das möglichst kurz sagen kannst? Aufbrechen, ja. Also im Prinzip geht es um neue Ufer. Ja. Ja? Und es geht um Veränderung. Wenn du es jetzt plastisch siehst, du brichst irgendwas auf, ne? Du versuchst zu entdecken, was ist drinnen. Ja? Und du hast ja vorher deine einleitende Frage, weil das ist, man geht auf den Weg, um sich selbst zu finden. Ja? Das heißt, in Wahrheit dient ja dieser äußere Weg einem inneren Weg. Und wir brechen uns selber auf, ja? Um zu sehen, okay, wer bin ich eigentlich? Ja? Wir werden so beeinflusst von außen, die ganzen Medien, jetzt sowieso mit den digitalen Informationsnetzwerken. Ja? Es ist momentan wirklich schwer, einfach sich Zeit zu nehmen. Ja? Oder manchen fällt es schwer. Okay? Jörg, wenn du jetzt resümieren müsstest, du hast dein Leben vorher, du bist den Weg gegangen und du hast dein jetziges Leben. Was ist jetzt für dich anders? Summe unterm Strich. Das ist schwer zum Sagen. Ja. Also man geht in den Jakobsweg und denkt man sich, wow, ich fühle mich so gut und ich habe so viele tolle Eindrücke und ich mag das daheim umsetzen. Ja. Und dann hat man oft diese Momente oder diese Erkenntnis, ja, dass man dann merkt, nach zwei Monaten, nach der Reise, verdammt, ich bin komplett wie in dem Alten drinnen. Okay. Und nichts ist passiert. Ja. Das heißt, das ist irgendwie so ganz schwer messbar. Aber ich glaube schon, dass ich durch den Weg gelernt habe, sehr gut einfach mein Ding einfach zu machen. Ja. Und wenn jetzt 100 Leute das machen, muss ich es noch immer nicht machen. Okay. Ja. Ja.
Es kann aber sein, dass ich vorher auch schon so war, ich weiß es nicht. Ja. Ja, okay. Was war, ich erlaube mir immer am Schluss ein Wordrap, bei dir jetzt ganz angepasst auf dieses Thema. Was war die wertvollste Erfahrung auf diesem deinem Weg? Die wertvollste Erfahrung? Kann man das in einen Satz zusammenfassen? Puh, das ist wirklich wahr. Ja. Die wertvollste Erfahrung? Also es gibt ein altes lateinisches Pilgergrußwort, das nennt sich Ultreia. Ja? Und früher haben sie gesagt, Ultreia, geh immer weiter, heißt das. Ja? Also geh immer weiter bis nach Santiago de Compostela. Ja? Also bis, ja. Früher sind sie ja zum Grab des heiligen Jakobus gegangen. Heute sind die Motive oft anders. Ja? Ja. Aber man kann dieses Ultreia halt ein bisschen ummünzen, auch, dass man sagt, okay, das Leben geht immer weiter. Es verändert sich immer. Beim Pilgern hast du manchmal Tage zwischendrin, die sind wirklich total unangenehm. Gell? Es ringt, es ist grausig, du hast Schmerzen, ja, und am nächsten Tag geht es wieder super. Ja. Und einfach so diese Botschaft einfach mitzunehmen fürs Leben. Ja. Auch wenn der Tag jetzt total mies ist und es zipft dich an und du weißt, nach dem Regen kommt die Sonne. Ja. Und am Jakobsweg wird dir das sehr plastisch und sehr unmittelbar vor Augen geführt. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Botschaft, die ich da mitgenommen habe. Ja. Die gefällt mir. Jörg, definier Glauben. Also Glauben heißt ja, also wird im Volksmund oft so gesagt, Glauben heißt nichts wissen. Ne? Okay. Und das konnte man jetzt positiv ansehen. Ja? Weil mit dem Kopf kann man viele Sachen nicht verstehen. Ja? Und im Glauben steckt einfach immer ganz viel Vertrauen drinnen. Also das, was ich mit dem Kopf nicht verstehen kann, nicht kontrollieren kann, aber ich spüre, wenn ich ehrlich bin, spüre ich, dass da irgendwas drinnen ist. Dass ich einfach an das glaube, auch wenn ich keine Worte habe. Und auch wenn ich versuche, das mit dem Kopf irgendwie zu erfassen. Aber wir schaffen es nicht. Ja? Das ist er. Und ich glaube, die Hebräer haben das eh gesagt, die haben einen Namen für Gott, den man in Wahrheit nicht aussprechen kann. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Symbol. Mhm. Ja? Ja? Jörg, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Leg das um auf dich. Auf die Menschen, die da gehen. Ich kann, wenn ich es eilig habe, nicht langsam gehen. Da muss ich 10 Sachen auf einmal da und ich denke mir, dieses und jenes und alles und überhaupt. Also, wir sind ja im Prinzip in einer Stressgesellschaft. Ja? Und wenn du im Sommer auf dem Jakobsweg kommst, sind so viele Pilger unten, ja, dass am ersten Tag stehen die meisten Menschen und die meisten Pilger dann in den Herbergen um 7:30 auf. Ja. Am zweiten Tag um 7:00, am dritten Tag um 6:30. Und irgendwann ist es dann so, dass schon die ersten in einem Schlafsaal mit 10 Leuten oder mit 50 Leuten, ja, um 4 in der Früh mit dem Stirnlampen schon zum Um- und Umleuchten anfangen. Die dann alles zusammenpacken, leuchten da so ins Gesicht. Ja. Super. Das ist sehr angenehm. Ja. Das heißt, manchen gelingt das leider nicht. Ja. Mhm. Ja. Sozusagen diesen Stress, den wir jetzt da alle praktizieren und produzieren, selber, ja, ja, den abzulegen, weil es ist klar, wir sind Gewohnheitstiere, wir haben die Muster drinnen in uns, ja, und das ist dann oft schwer, ja, und das sagen ja diese ganzen buddhistischen Lehren auch, ne? Also wenn du gestresst bist, ja, sollst du dich hinsetzen, ja, und einmal Ruhe geben und die Zeit für dich selbst nehmen, ja, und ich merke selber auch immer, wenn ich Dinge gehetzt mache, wenn ich stressig mache, ja, muss ich immer so viel nacharbeiten, dann bin ich so konfus, dann mache ich Fehler, brauche ich mehr Zeit, als wenn ich es in Ruhe machen würde. Ja. Aber wie gesagt, wir sind alle auf dieser Welt, dass wir lernen, glaube ich. Und das darf ich auch noch weiter lernen. Ja. Ja. Ja, gib mir einen guten Schlusssatz zu dem, was du erlebt hast, zu dem, wie du gegangen bist, zu dem, woraus du dann resümieren würdest. Ich glaube einfach, das Pilgern, ja, wenn man es jetzt wirklich ernsthaft betreibt, also im Sinne von
ich trinke jetzt nicht jeden Abend eine Flasche Wein, sondern ich versuche das jetzt wirklich, mich selbst einfach kennenzulernen beim Pilgern. Ja? Dass es ein sehr guter Weg sein kann, vom Kopf wegzukommen, ja, und ins Herz zu kommen. Mhm. Ja? Und das finde ich schön. Ja? Wir müssen so viel denken, wir haben so viel im Kopf. Ja? Am Jakobsweg denkst, geht es meinen Füßen gut? Habe ich nichts in der Herberge vergessen? Es passiert leider öfters. Wo tue ich schlafen? Was tue ich trinken? Was tue ich essen? Das war's. Ja. Das war's. Du musst dann so wenig denken. Okay. Ja. Und der Geist hat die Chance, zur Ruhe zu kommen. Okay. Ja. Und manchen macht es Angst. Und für manche ist es eine Bereicherung. Und für manche ist es eine Bereicherung. Ja. Ja, ich danke dir. Mein Schlusswort danke. Dazu ist eben dieses U3er. Vorwärts, immer weiter und aufwärts. Und ich habe dann noch gelesen, Gott helfe uns auf unserem Weg. Das hat mir gut gefallen. Dankeschön. Okay. Vielen Dank. Danke. Gerne schön.